Moin moin Matrosen und moin moin Tommy von Two Crazy Games. Ich nominiere dich für die The Long Dark Challenge Ewige Flamme. Stell dir vor, du kannst nur noch dieses eine Feuer anzünden. Die Challenge besteht darin, dass du für 7 Tage ein Feuer brennen lassen musst. Welcher Brennstoff ist egal. Wo ist auch egal, also auf allen Maps erlaubt. Wann ist auch egal, es muss nur 7 Tage brennen. Die Herausforderung ist, du darfst nur ein Feuer entzünden und das erste Feuer, was du zum Brennen kriegst, das ist das, was dann auch 7 Tage brennen muss. Und du darfst dich maximal 3,5 Tage vorbereiten. Das heißt, wenn du nicht sowieso schon gehandicapt bist, dadurch, dass du dir kein Wasser schmelzen kannst, um es zu trinken, dann, also natürlich, wenn das Feuer brennt schon, aber vor Anzünden des Feuers geht es ja nicht, dann beschränk dich auf 3,5 Tage, um die Challenge eigentlich zu starten, um das Feuer eigentlich zu starten. Größte Herausforderung, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ist, finde eine Axt oder crafte dir eine. Finde irgendeine Jagdwaffe, damit du währenddem das Feuer brennt, an Lebensmittel kommst. Oder du spawnst in einer Region, wo du dir sicher bist, dass du genug Lebensmittel findest für 7 Tage. Und ja, lass dich nicht fressen. Ich habe gehört, es ist schweres Wetter angesagt, was ja aber auch den Vorteil hat, dass immer mal wieder neue Äste von den Bäumen fallen. Und zwar nicht nur die kleinen, sondern auch die dicken, die du mit einem Beil zerlegen kannst. Du startest aber in ganz milden und harmlosen Situationen. Die Tiere, die einem sonst so gefährlich werden, sind vom letzten Sturm noch total verängstigt. Der hat auch einen Haufen Holz runtergeholt. Und das ist eine Region. Also die Bäreninsel ist noch nicht so sehr leer gelootet von irgendwelchen anderen Survivern, sondern es müsste eigentlich relativ viel Loot da sein. Ja, ich habe dir eine Custom Map gebaut, wo all diese Einstellungen drin verankert sind. Meine Empfehlung wäre, spiel erstmal drauf los. Also der Code für die Custom Map, der wird gerade eingeblendet. Aber check vielleicht nicht jede einzelne Einstellung. Es ist so viel gesagt, es gibt Bären, aber mäßig, es gibt Wölfe, die auch gefährlich werden können, die aber jetzt nicht übertrieben häufig da sind. Es gibt auch Elche, die sind gute Fleischlieferanten, wenn man sie dann tot kriegt. Ansonsten musst du dich mit irgendwelchen geprellten Rippen neben dein Feuer legen und hoffen, dass du genug Holz gesammelt hast vorher. Ja, und wenn du Lust hast, das Ganze zu belegen, dann mach doch einen Screenshot oder mach einen Let's Play draus. In den Einstellungen, in dem Tagebuch kann man, wenn man in der Statistik relativ weit runter scrollt, kann man sehen, wie viele Stunden das Feuer insgesamt schon gebrannt hat. Ja, so viel der Vorrede. Ich glaube, das beantwortet dann auch schon alle Fragen. Ich habe ansonsten in die Videobeschreibung auch nochmal die Spielregeln für die Challenge reingeschrieben. Und da auf einen Forenbeitrag in Hinterlandforum verlinkt. Ansonsten freue ich mich, wenn du die Nominierung annimmst und dich dieser Challenge stellst. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wünsche euch anderen Matrosinnen und Matrosen viel Spaß beim Zuschauen oder vielleicht fühlt sich ja noch jemand berufen zu dieser Challenge. Soweit, schöne Grüße vom Klabautermann. Macht es gut.